Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Go Vacations. Und wir sind in der letzten Partie stehen geblieben. Wir sollen jetzt irgendwie was machen und dafür müssen wir jetzt noch Skilift Nummer 7 bekommen. Rutschen. Sessellift, war das der richtige? Ey, ist das nicht cool? Ich hoffe, das ist der richtige. Oh, was, was? Ich habe Dinge gesehen. Ich glaube, es lädt immer höher und er kriegt langsam Angst, ne? Angstzustände. Guck ihn dir an, Alter. Ja, ich weiß ganz genau, wie du tickst. Okay. Es wackelt und er freut sich jetzt. Yay! Kabavi! Na gut, überspringen wir das mal. So, wir sind da. Und wir müssen jetzt trotzdem weiter höher wieder. Gut. Aber eigentlich wären wir. Wir wären doch eigentlich viel schneller, wenn wir zu Fuß sind. Komm, steig aus, die Scheiße, Alter, komm. Wir sind barfuß. Ach ja, hab ich vergessen zu erwähnen. Wir haben uns ja die Schuhe ausgezogen. Und weil. Wir laufen lieber barfuß. Wir nehmen jetzt nächstes Mal einen Jetski. Hey, 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 kannst du mir das mal kurz ausleihen? Fotze. Hey, 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 hey. Mm. Hey, hey. Da vorne steht jemand. Braucht er vielleicht unsere Hilfe? Oder sie? Ach, da ist er. Wie sie mit provokanten Blick an uns vorbeifahren. Alles gut bei dir? Brauchst du Hilfe? Nee, von einem Verrückten, der barfuß hier rumläuft, nehme ich keine Hilfe an. Du bist außer. Außerdem bin ich selber noch, außer bin ich noch minderjährig. Ja, ist okay. Ist okay. Ich verstehe schon. Darf ich jetzt. Boah, ist das. Wieso? Wieso? Habe ich mich dazu entschlossen? Hier. Barfuß zu Fuß hochzulaufen. Komm, wie sie sich freuen, Alter. Guck dir das an, Alter. Das ist doch nicht normal. Ja, also, ich habe. Ich sollte mir angewöhnen. Alter! Junge! Den zeige ich an, ich schwör's. Ich sollte mir angewöhnen, die Leute. Hallo, bleib mal stehen. Den ist das völlig scheißegal! Der, guck mal, der lenkt da sogar mit Absicht rein, Alter, auf die Spur. Der sieht dich, läuft die Spur entlang. Vor allem denen ist das. Die machen. Komm, die machen das doch mit Absicht. Kannst du doch nicht erzählen. Ich will doch nur die Spur hier entlang laufen, was hier am bequemsten aussieht. Weil hier der Schnee nicht so fluffig ist und zwischen meinen Zehen flutscht. Oh, Rentiere, geil. Becken bestimmt gut, ne? Hallo? Schlittenhunde rennen. Stimmt ja, wir sollten ja heute Schlittenhunde rennen. Hallo? Du da! Junger Mann, hier kannst du mit deinen Hundeschlittenrennen fahren. Ich hab nicht mal Hunde. Oder doch, ich hab Hunde bekommen im ersten Part. Stimmt ja. Das Wichtigste beim Hundeschlittenfahren ist, dein Gewicht zu verlagern und deinen Hund gut zu kennen. Das hilft dir enorm bei diesen steilen Hügeln. Ach, als ich jünger war, nannten sie mich die Hundeschlittenkönigin. Ich bin gespannt, wie du dich schlägst. Oh, oh, oh. Tierisches Tempo in Tandem. Erreiche mit deinem Hund innerhalb der Zeitvorgabe das Ziel. Ah, wiederholt treffen, beschleunigen und steuern mit dem linken Stick. Okay, das sollten wir schaffen. Das ist machbar. Easy. Easy. Mein treuer Vierbeiner. Okay. Ah, schöne Skulpturen haben die aufgebaut. Der Hai gefällt mir. Wie wollen wir den Hund denn nennen? Ihr dürft den Hund benennen. So, gib Gummi. Nach rechts. Hundi. Nach links, Hundi. Wie wollen wir den Hund denn nennen? Ich habe keine Idee, wie ich noch benennen kann. Bello oder Hasso, das wäre zu easy, ne? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Hund nennen würdet. Wir nennen ihn jetzt einfach mal... Manfred. Das ist Manfred, unser Hund.
Gut, seid ihr einverstanden? Manfred, gib Gummi. Wieso ist hier so abgesperrt das Gebiet, Alter? Hier ist ein Hunderennen. Hundeschlittenrennen. Und jetzt ziemlich hoch. Das ist eigentlich enorme heftige Tierquälerei, ne? Ist das nicht Tierquälerei? Ich finde, das ist Tierquälerei. Von einem Hund, ne? Ein Hund. Dann von der Bremse ab, denkt sie so, da fahren wir ihn hinten rein. Cool. Rekord sogar. Geschafft. Na, was Rekord weiß ich nicht. Ich habe noch keine gefunden von diesen Schatzkisten. Schatztruhen. Machen wir uns irgendwann mal auf den Weg, aber die zu suchen dauert natürlich auch lange, weil man halt alles abgrasen muss, ne? Man muss ja alles, man muss ja überall rumlaufen. Es dauert halt auch immer lange. Und ob es sich wirklich lohnt, die zu finden? Ja, weiß nicht. Oh, wie war es? Nicht so einfach, wie es aussieht. Was? Darum ist es so wichtig, deinen Hund gut kennenzulernen, aber das lässt sich nicht erzwingen. Das war eine neue Rekordzeit. Na, wie wär's mit noch einem Rekord? Nee, ich habe keine Lust. Nur 8 bis 20, also okay. Oh. Du kannst das Bergresort. Ja, machen wir später. Machen wir später. Okay. Gucken wir uns zu deinen 12 Stempeln. Das Bergresort ist jetzt zugänglich. Die Mitarbeiter im Informationszentrum helfen gerne. Nächste KG Stempelsprint. Als nächste Aktivität schlage ich vor: Schneerennen. Sie werden eingangs der Zwillings-Anaconda abgehalten. Lift 6 bringt dich hin. Viel Spaß. Ich nehme gerne mein Schneemobil. Ein Schneemobil. Damit sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Können wir Tiere rammen? Oh nö, können wir nicht. Was ist hier? Achso. Ist das ein Freund? Wollen wir die mal anquatschen? Komm, steck mal ab. Steck mal ab. Wir sollen eine Freundschaften schließen. Hallo, kleines Kind. Möchtest du mit Will spielen? Ja, komm mit Will. Der gute Will. So. Steig auf, Will. Komm, Will. So, Will. Wir sehen uns dann unten am Berg, ne? Du weißt, wo wir uns treffen. Ich schwör's, du warst das vorhin, ne? Du hast mich abgetackelt. Bam! Mm. Ja, wie willst du, ne? Alter! Alter, dieser Kampf hier um Leben und Tod, ne? Wo ist sie? Wo ist sie? Bring die um. Ist wahrscheinlich schon vorbeigefahren, leider, ne? Naja. Da sollen wir hin. Tut. Bam, Alter. Oh. Das Will. Will hat es auch schon geschafft. Der entschlossene Ausdruck in deinen Augen gefällt mir. Ich glaube, wir haben einen Herausforderer. Will? Du machst das mal. Du willst doch, oder? Will? Komm her, du willst doch. Wachst den Schneeleoparden der Piste heraus, den König der Geschwindigkeit? Tut mir leid, Kleiner, aber so leicht stößt mich nicht vom Thron. Nee, Will macht das schon. Will macht das schon. Oh, ich kann's kaum erwarten, wenn du auf ein Ski oder das Snowboard rennen aus bist. Bist du hier goldrichtig? Bitte auch, Will. Wir sehen von hier aus zu. Wieso Will? Was Will? Macht das Will jetzt? 5 Sekunden Strafe, wie verpasste Flaggenpaar. Okay. Nach links bewegen und. Okay. Kapiert. Will? Du schaffst das schon. Wir feuern dich an, Will. Mal sehen, was Will drauf hat. Nein, ich muss. Wo ist Will? Okay, Flaggenpaar. Nicht so schnell. Wir sollen diesen Flaggen. Okay. Mann, Alter, ich bin ein richtiger Profi. Können wir mal hier langsam mal geradeaus hintereinander kommen? So, jetzt können wir ein bisschen Gas geben. Ein bisschen rutschen lassen, wisst ihr? Wir haben ja keine Strafpunkte bekommen. So. Flaggen umreißen ist ja auch nicht so schlimm, ne? So. Dann hier noch und die nächste. Da. Super. Ziel erreicht. So, Will. Da staunst du was. Das muss ich dir alles vormachen, ne? Hm, mal gucken, wie wir uns gut angestellt haben. So, da flitzen wir los. Bisschen Gas geben. Bisschen hier gucken, wie alles funktioniert. Und dann
Ja, wir stellen uns echt nicht schlecht an. Ja, ja, das sieht schon sehr profimäßig aus. So im Profil. Gut. So, Will. Wo bist du, Will? Wir wollen noch ein bisschen Spaß haben, Will. Dieser Will, ne? Der will halt nicht. Lassen wir ihn mal. Jawohl, du hast geschafft, aber du bist nicht scharf auf einen neuen Lauf. Ich bin bereit, wenn du es bist. Später. Super, das neue Rekord, aber hoffentlich der letzte. Hör auf, diese Freund will. Und jetzt kann man die Stempel spielen. Als nächste Aktivität schlage ich vor Schneemobil-Tricks. Probier sie am Anfang des Eberstrotz bis Lift 4 oder so. Viel Spaß, super. Will. Was war das? Stand da gerade Goofy? Snowboard Goofy. Okay. Er ist halt dumm, er ist halt der volle Goofy. Goofy, er ist vielleicht kann er es ja nicht. Gut, auf zum Gedöns, du bist erstmal hier runter. Und dann müssen wir zur Mitte. Schaffst du das, Will? 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 Da kommt er. Da bin ich schon. Das ist ja richtig gut. Hätte ich nicht von Will gedacht. Nee, da kommt er hin. Das ist er. Da ist er. Das ist Will. Hallo, Will. Ich bin so sozial und warte auf ihn, ne? So, Will. Du willst oder nicht? Wir gehen jetzt hier weiter. Ey, hör mal. Yeah. Guck mal, ich mach sogar Tricks, Alter. Will. Nee, das war nicht Will. Will. Da ist er. Will. Hier bin ich. Warte. Du bist echt nicht schlecht, dafür dass du so klein bist, ne? Dafür bist du echt nicht schlecht. So, komm mal mit. So, Will. Wir haben es ja bald geschafft. Um die Kurve. Alter, da ist sofort aber auch eine Menge Skill, ne? Und gleich Genickbruch. Schwör's euch, Bats. So, mal gucken, ob wo Will gleich kommt, ne? Wir warten beim Zielort gleich auf ihn. Der schafft das schon. Der schafft das schon, der macht das schon. Au. Na, kommt er hier? Willi! Nee, das ist er nicht. Hör mal auf, mich anzutackeln. Bist du behindert oder so? Kriegst du gleich Faust. Ich schwör's. Will, wo bist du? Du bist doch nicht Will, oder? Bist du Will? Doch, du bist Will. Du hast halt... Was hast du? Hast Kopf auf den Kopf? Bist du auf den Kopf irgendwo gelandet? Naja, gut. Naja, der will halt nicht, ne? Den nehmen wir auch nur mit, weil wir es müssen. Weil wir so sozial sind und Kinder lieben und so. Stell dir mal vor, wir würden das jetzt zu Fuß gehen. Ja, dann weich halt aus. Trottel, ey. Wir sind ganz schön Strecke, ne? Ich denke, den Berg können wir auch nicht hier ganz nach oben kommen. Glaube ich nicht, oder? Können wir es schaffen, das ganz nach oben zu Berg? Wir müssen ja noch nicht zum Berg. Wir fahren jetzt einfach dahin, wo wir hin müssen. Was ist das denn für eine Monsterhöhle, Alter? Okay, da ist eine Skulptur oben. Naja, gut. Das hat er gleich geschafft. Das ist gleich geschafft bei der Strecke. Wir müssen wahrscheinlich hier runter und dann Tricks machen, ne? Ja. Ich habe euch durchschaut, Spiel. So, da sind wir auch schon. Die dance da ein bisschen ab, ne? Hallo? Wo bleibt eigentlich Will? Willi? Bremst du ab? Steig ab. Wo ist Will? Will! Will, wir sind da. Also ich bin da. Meine Fresse, kleine Kinder und bergauf, ne? Das ist viel zu anstrengend mit denen. Naja, gut, dann. Nee. Will nicht. Nee. Okay, gut. Wo ist sie?
Irgendwie war sie doch. Da. Da ist er, Will. Akrobatische Sprünge von der großen Rampe. Schneemobiltricks meister nur sehr talentierte und versierte Freestyler. Ey, du da, ich habe gesehen, wie du hingestartet hast. Glaub mir, ich weiß, wie das ist. Möchtest du dich gerne an Schneemobiltricks versuchen? Lass uns probieren. Probier mal eine ganze Serie von Tricks. Freu mich schon drauf. Haha, wir müssen eine Pause einlegen, Will. Tut mir leid. Oh, Will. Tut mir leid für dich, Will. Aber man kann halt heutzutage nicht alles haben, ne? Gut. Zeige mir den Sprung, viele Tricks. Puh, ich habe Angst. Wenn ich das nicht hinkriege, ne, dann bin ich ja im Krankenhaus. Ich schwör's euch. Aua, 96 haben wir geschafft. Was? 96. Haben wir es geschafft oder nicht? Gucken wir mal, wie es ausgeschaut hat. Oh, er hat mir Kopf gezuckt. Nee, er will nicht. Er hat Angst gehabt. Tut mir leid für dich, aber du musst jetzt springen. Ja? Batz. Ließ sie angucken. Oh Mann, ey, das ist ein Trottel. Hör auf zu tanzen. Oh, er hat sogar einen Rekord geschafft. Nice. Naja, Hopserlauf. Oh nein. Hopserlauf, Alter. Nee. Also dieses Spiel macht bislang wirklich ein bisschen Spaß. So hätte ich auch nicht gedacht. Das war nicht schlecht. Aber du musst noch üben, bis du Schneemobiltricks perfekt beherrscht. Arbeite an deiner Technik, komm wieder, wenn du bereit bist. Ich bin gespannt, was du dann vollbringst. Es ist ein lustiges Spiel. Klimmer zum 14 sammeln Stempeln. Ballons sind auf der Insel aufgetaucht. Man kann sie platzen bringen und dafür Punkte kassieren. Und es macht Spaß, viele hintereinander platzen zu lassen. Ein Ballon ist ja nicht viel, aber wenn man Fleisch sammelt, lohnt es sich irgendwann schon. Es gibt in jedem Ressort auch Spezialballons, die besonders viele Punkte bringen, aber schwieriger zu finden sind. Viel Erfolg. Jetzt noch kann man wie Stempel drin. Als nächste Aktivität schlage ich vor, Schneereifen. Das gibt es am Gipfel des Tonka Blanca. Mit Helikopter kommst du schnell hin. Wenn du noch nie in einen Schneereifen gefahren bist, überlebe ein bisschen, bevor es richtig losgeht. Viel Spaß. Ich würde jetzt gerne... Wir sollen zum Gipfel fahren. Mit dem Helikopter. Okay. Neue Level, wir kriegen einen Schlüssel. Wollen wir hochfahren oder mit dem Heli? Wir fahren mal runter. Und nehmen wir den Heli. Ja, wenn schon, ne? Wenn schon. So. Ich hoffe, Will schafft ihr das, den Sprung. Ich verlange viel von einem kleinen Zwerg, ich weiß. Yeah! So, Will. Ich glaube, Will hat sich hingelegt, ne? Nee, das ist nicht Will. Ja, wenn ihr mich mal durchlassen würdet. Idioten, Alter. Können wir was fressen? Hunger. Bestellen. Wir bestellen mal was. Will ich! Du sollst... Alter, der frisst lieber mit durch, Alter. Nichts tun, aber Hauptsache mitfressen, Alter. Ganz ernsthaft. So, Will. Es reicht für dich. Du hast heute genug gegessen. Will. Lass mich doch in Frieden. Wo ist ein Heli? Sessellift. Nee, Sessellift wollen wir nicht. Wir wollen nur den Heli. Yeah! Hier soll ja echt. Aua. Pats. Ja, nice, das machst du sehr gut. Oh. Das ist einer dieser Ballons, die hier auftaucht sind. Okay. Aber für Heli nehmen. Den Heli, ich will zum Gipfel. Hm. Hier ist auch ein Sessellift. Ist das auch ein Sessel? Das ist alles Sessellifts. Damit kommen wir wieder raus wahrscheinlich. Da ist der Heli. Helikopter, rufen wir ihn mal.
Genieße erstmal die Aussicht, ne? Ach, guck mal, da oben ist noch ein Weihnachtsbaum. Wir sitzen drinnen. Nice. Und Will ist auch mit am Start. Will, du kannst auch gerne dich wieder verpissen. Nachdem du mein Portemonnaie schon weggefressen hast. Sein voller Blick, Alter. Aber wie hoch das eigentlich ist, ne? Und wir gehen zum Gipfel. Waren wir überhaupt schon bei dieser Strecke hier? Eigentlich schon, ne? Nee, waren wir eigentlich noch nicht. Wir waren noch. Waren wir schon hinter den Tannen auf Fußboden? Hinter den Tannen? Wir sind auf jeden Fall noch durchs Maul da geflogen da. Gehen wir auf jeden Fall auch noch hin. Wo er die Augen verdreht. Hier ist eine kleine Stadt. Ja, wo sie ein paar unterhalten wollen, ne? Aber wir sind gleich da. Ne, wir sind gerade mal Hälfte, wenn man auf Karte guckt, ne? Aber es ist ganz schön hoch. Ja. Das geht ja schon echt ab. Oh, da ist sogar die, da sind die Schlangen, von denen sie gesprochen hat. Wieso fährt ihr nicht, wieso fahren die nicht quer rüber? Quer zum, einfach geradeaus rüber. Nein, guckt auf Karte, wo die langfahren. Das ist total dumm. Ich meine, ich kann jetzt überspringen, aber irgendwie möchte ich ja auch noch sehen, was hier ist. Damit ich halt später auch weiß, wohin. Wollen die jetzt hier landen? Die landen doch nicht ernsthaft hier. Ich soll von hier aus dem Gipfel. Oh, die haben doch. Lass dich mit dem Helikopter zum Gipfel bringen. Also ganz ehrlich, Alter. Wirklich. Das ist deren Ernst hier, ne? Oh, das war ein lila Ballon. Und dann sollen wir auch noch selber so. Nee, nee, fahr doch selber. Snowboarder, ne? Alle verrecken sollen die. So, Will ist hinter mir. Ich weiß nicht, ob er diesmal mitmacht, aber ich glaube, er will nicht. Der gute Will. Weißt du, der Helikopter. Wenn der Helikopter sich denkt, Alter, nee, ist mir zu gefährlich, da fahren wir nicht weiter hoch, Alter. Geh zu Fuß. Der hat mich genau gesehen, dieser Vollhonk, Alter. Der hat mich genau gesehen. Nein, der denkt sich doch, Alter. Nö, heute nicht. Fahr ich den rein, Alter. Soll ich sterben? Ist aber schuld, wenn er barfuß hier. Wenn er hier rumgeistert, barfuß. Dudut, wir sind bald da. Naja, eigentlich noch nicht. Wir müssen halt irgendwie hier noch keine Ahnung was machen. Wir sind auf der Karte. Also der Berg ist schon ordentlich hoch. Ne? Und vor allen Dingen wird er immer steil hier. Ich weiß nicht, ob Will das hinter mir schafft. Aber ich glaube, der gibt auch sein Bestes hier. Oh, schaffst das schon, Will. Hier ist ein grüner Luftballon. Nice. Und da ist ein rosa. Mann, Alter, die machen den. Könnt ihr nicht mehr gucken, ey? Sind wir da? Ne, eigentlich sind wir nicht da. Doch, wir sind da. So, Will. Wir haben es geschafft. Aber eigentlich möchte ich mit dir, wenn wir schon hier sind, wirklich zur Spitze. Ich möchte einmal ganz kurz ganz zur Spitze. Kommen wir überhaupt ganz zur Spitze? Ich glaube, hier ist echt vorbei, ne? Ich glaube, hier ist vorbei. Wir kommen hier, glaube ich, nicht rauf, oder? Kommen wir hier rauf? Das ist ja nice, wenn, ne? Will? Ich glaube, die lassen uns hier nicht rauf. Nö, die... Ah, Fallschaden. Oh, wir sterben. Oh, du! Guck doch mal auf die Straße. Was ist denn los mit denen? Ne, Will, die kommen hier nicht höher. Das ist die höchste Stelle. Gut. Die Leute, die haben keinen Respekt, ne? Keinen Respekt haben die. So, wir sind da. Zisch, bums, boing. Was? Oh, interessierst du dich für Schneereifen? Schneereifen sind toll, man ist aus wie der Blitz los und bei einem Crash macht's boing, boing. Was meinst du, hast du jetzt Lust auf die Schneereifen kommen? Du sollst unbedingt mal ausversuchen. Will, bitte hier warten, okay?
Och, Will. Okay, ich hab's kapiert, wie das Spiel funktioniert. Ja. Schneereifen, ist ein Rennen, ist es Bowling, ist das wichtig? Schwing die Reifen, lass es krachen. Jo, okay, gut, Rekord. Hau die Schneemänner um, okay. Es ist, okay, das ist so ein Spiel. So was machen wir hier. Strike! Ja, Mann. Ja, Mann, das ist so ein Spiel. Okay, Will. Nee, das bin ich. Stimmt ja. Will macht ja nicht mit. Mal gucken, gucken wir uns den schönen Strike nochmal an. Beknackt, Alter. Gut, versuchen wir nochmal. Nochmal dasselbe. Ja, rutschen lassen. Und schon wieder ein Strike, Mann. Mann, bin ich gut. Double. Da kann die andere nichts machen gegen mich, Alter. Keine Chance. So, nochmal. So, also Speed holen. Und ich hoffe, wir kriegen alle einfach nur in die Mitte reinpeseln bislang. Mehr muss man hier nicht machen. Jupp. Turkey. Okay. Gut. Ich spiele gegen niemanden. Ich spiele nur für mich alleine, oder was? Na dann. Gut, gut. Oh, schade. Das waren nicht alle mitgenommen. Aber immerhin 7. Immerhin 7. Schade, ist kein perfektes Match geworden. So, nur noch die letzten 3 und dann war es das auch. Ja, ein bisschen rutschen. Gut. Ein Spear. Oder Spear. Ist ja egal. Hauptsache 77 Punkte. So gut bin ich im echten Bowling überhaupt nicht, ne? Also ich bin ja echt total schlecht im Bowling. Ich kann das nicht. Was? Plus 300. Okay. Ja, da haben wir doch wieder was in diesem Part geschafft, ne? Willkommen auf der Kavalierinsel. Also bislang macht dieses Spiel echt Laune. Also ich hätte nicht gedacht. Also ein paar Minispiele kann man sich ruhig mal antun, mein so. Da bist du ja wieder. Nabi rudelt sich auf einen Schneereifen. Lass uns doch noch ein bisschen spielen. Ich glaube, es liegt ein neuer Rekord. Ob der noch zu gebieten ist? Okay. Und jetzt kann ich Stempelsprint. Als nächste Aktivität schlage ich vor, Schneemobilrennen. Man kann sich dafür gerade bei der Sternwarte im Lilienbereich anmelden. Wenn du noch nie mit einem Schneemobil gefahren bist, übe lieber ein bisschen, bevor du spielst. Viel Spaß! Nee, nee. Und du fährst auch mit dem Snowboard lieber, auch wenn du Goofy bist. Okay. Es ist ja... Snowboard wollte... Ich wollte eigentlich nicht den Snowboard nehmen. Komm, hol uns... Ach komm, steig mal ab da. Der Typ will uns noch... Mit dem wollen wir uns befreunden. Der sieht doch nice aus. Hallo. Da haben die Fotze mein Mi hier eingebaut. Okay, weißt du, YouTube, ja, ist okay, ja. Gut. Alles klar. Dann wollte ich mal sagen, wir beenden die Party. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei... Der sieht ja nice aus. Bis zum nächsten Mal bei GoVacation. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonnieren ist freiwillig und lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal bei GoVacation. Haut rein und tschüss.